Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Resident Evil 7. Ja, wir machen mal direkt dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich haben wir erstmal in der letzten Folge das Spiel gestartet. Und natürlich ein Dankeschön an die Horrormenschen da draußen, die das letzte Video bewertet haben. Vielen, vielen Dank für die tolle Bewertung, Leute. Ja, wir befinden uns in eine gruselige Hütte von einer alten Familie, die anscheinend gehört. Und wir haben unsere vermisste Frau gefunden, Mia. Wir haben sie gefunden, sie lebt, so wie ihr sie seht. Und wir wollen natürlich aus diesem Horrorhaus verschwinden. Und jetzt müssen wir alleine erstmal einen Ausgang finden, weil Mia ist erschöpft. Sie hat totale Angst. Wir können es verstehen, aber wir wissen immer noch nicht, was hier vor sich gibt. Ich meine, Mia wird schon seit 3 Jahren vermisst. Leute, 3 Jahre. Ist das nicht krank? Okay, Mia, beruhig dich. Ich suche einen Ausgang. So, was haben wir hier? E-001. Was hat das zu bedeuten? Was? Also, ich sehe gerade eine alte Dame, eine Oma, würde ich mal sagen, die im Rollstuhl sitzt. E-001. Okay. Merkwürdig. So, Mia, bleib bitte hier. Ich komme gleich zurück, versprochen. Oh Gott, und hier ist eine Puppe. Ich hasse Puppen. Mia? Süße, geht's dir gut? What? Was war das? Mia? Mia? Wo bist du? Alter, ich habe so eine krasse Grenzhaut gerade. Mia? Oh, natürlich ist es schon abends. Und es regnet und es stürmt und gewittert. Und das sind wahrscheinlich nur Bettlaken oder was weiß ich. Keine Ahnung, was das gerade war. Oh, Telefon? Okay, keine Verbindung. Ich meine, Ethan hat nicht mal Tastengerüste. Um Hilfe zu rufen, musst du schon die richtigen Nummer tippen, Ethan. Und jetzt wird gerade gespeichert. Kein gutes Zeichen. Ich meine, eigentlich ein gutes Zeichen, aber in diesem Moment würde ich eher nicht sagen. Kartes Gästehaus. Oh, wir haben eine Karte. Sehr schön. Okay. So, hier links haben wir das Bad. Von hier kamen wir nach unten. Also von hier kamen wir. Da war das Lager. Ah, und hier ist die Küche? Dort waren wir ja. Okay. Ah, stimmt. Wir waren jetzt genau hier. Sind hier runtergegangen. Hier war das Lager und sind jetzt hier wieder gekommen. Okay. Aber ransuchen kann ich das, glaube ich, eher nicht. Okay. Legende. Alles klar. Hm, das ist ein hübsches Bild. Also sowas hänge ich auch gerne in mein Zuhause. Das hier auch. Ah, nix. Geht was Besseres über natürliche Bilder. Okay, zu. Aber wo ist Mia? Die kann doch jetzt nicht spurlos verschwunden sein. Und Ethan, ich sag nur eins. Bitte schließ die Türen zu, wenn du in so einen kleinen Raum gehst. Oh, erste Hilfe. Und wieder, erste Hilfe. Spiegel ist kaputt. Oh, es klopft gerade. Ja, ich komme. Ich komme. Ich will nicht. Ich will nicht die Tür aufmachen. Aber ich glaube, ich muss, weil sonst komme ich nicht hier weiter. Wer auch immer da ist, ich bin unschuldig.
Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur meine Freundin gesucht. Ich dachte, das Haus wäre unbewohnbar. Mia? Ach du Scheiße! Oh, oh, nein, ah! Mia, ich bin's, Ethan! Ah, dein Mann! Ich drück doch die ganze Zeit R2, ach du Scheiße! Was geht denn hier ab? Mia, warte! Nein, nein, nein! Au, au! Ah, verrückt! Ah, hau ab! Oh, verzieh dich! Alter, Alter, nein, nein, weg damit, weg damit! Oh, nein! Oh, was soll ich machen? Ah! Was hast du mit mir gemacht? Ach du Scheiße, ich glaube, ich sterbe. Kann sie hören? Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Alter, was ist gerade hier passiert? So, erste Hilfe. Ah, schon ein bisschen besser. Ich glaube, das ist die Wunderheilmethode hier in diesem Spiel. Das werden wir wahrscheinlich öfters brauchen. Oh! Alter, ich hab nichts gemacht! Ich hab nichts gemacht! Ich will ja, aber... Oh, ja, genau das brauche ich. Tut mir leid, Mia, aber ich habe keinen anderen Wahl. Nein, nein! Jetzt musst auch du tot sein. Alter, Alter, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Aber... Ich glaube, ich verrecke. Okay. Oh, 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 oh. Ey, verzieh dich, Lady. Das bist nicht du, Mia. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das Telefon. Das Telefon. Scheiße. Okay, ich muss mich zusammenreißen. Das Telefon. Ich komm ja. Du wirst echt nicht herkommen wollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Okay. Also wir sind nicht alleine. Und damit meine ich jetzt nicht mit Mia, sondern auch eine andere. Sie ist weg. Ich wusste es. Sie ist weg. Okay. So, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, würde ich mal vorschlagen. Also ihr merkt schon, wir werden definitiv viel, viel Medizin brauchen. Und ich glaube, ich habe noch eine Flasche. Inventar. Ah, okay. Nee, das ist unsere Ausrüstung. Haben wir kein Inventar? Option? Statistik? Nope. Okay, und hier ist wieder Speicherpunkt. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ach ja, genau. Hier ging die Tür nicht zu. Wir sind jetzt einmal um Kreis gegangen. Hier waren wir ja schon in der letzten Folge. Ach du Scheiße, ich habe mich selber gerade mich erschreckt. Das war unser Schatten, ey. Und ich dachte, Mia war jetzt gerade das. Okay. Können wir nicht eigentlich nicht denselben Weg zurückgehen? Wäre doch ein bisschen sinnvoll. Was haben wir hier?
Noch denselben Fastfood. Okay, da kriegt kein so Appetitchen. Warum sollte ich denn auf den Dachboden gehen? Warum können wir nicht denselben Weg hier hingehen? Genau, hier kamen wir rein. Da ist die Tür und natürlich, die Tür ist auf einmal zu. Ich meine, in der letzten Folge konnten wir die auch nicht öffnen, aber warum muss die Tür so zu sein? Das verstehe ich nicht. Ach, naja, aber hier, Moment mal, wir haben jetzt einen Bolzenschneider. Wir können jetzt theoretisch das hier öffnen und natürlich haben wir wirklich noch eine Medizin. Eine Medizinflasche. Ah, Sicherung. Verstehe. Das musste ich machen. Genau, in der letzten Folge sahen wir den Sicherungskasten. Und dort hat eine Sicherung gefehlt. Und ich habe panische Angst, dorthin zu gehen. Alter, wieso können wir die Tür nicht aufmachen? Ich meine, ich besitze eine Axt. Ich besitze eine Axt. Ich könnte doch damit... Ich könnte eigentlich doch hier raus. Hier, ich könnte das hier kaputt machen, aber das Spiel sagt nein. Ey, ich will nicht. Ich will nicht da lang. Ich will mich überhaupt teilen, aber ich will auch nicht. Ja, Sicherung ist hier, war hier unten, meine ich. Ja, genau. Schnell rüber! Oh, passiert nichts. Okay. Genau, hier ist der Sicherungskasten und genau kommt dort die Sicherung. Wunderbar, alle sind drin. Here we go. Wow! Ist okay. Alter! Dass du nicht tun darfst! Alter! Das Bad verdammt bist! Ey! Scheiße, warum tust du das? Oh. Oh Gott, nimm das raus, Ethan! Oh Gott, nimm das raus! Oh. Alter, Alter, zieh das Ding raus! Du Macho-Biene! Oh. Jetzt sehen wir mal, was du willst. Nein, 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 nein! Nein! Oh komm, Ethan! Nein, 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 nein! Die ist irre! Meine Hand! Meine linke Hand! Alter! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Scheiße. Oh Gott, Ethan, du bist ein krasser Boy. Ganz ehrlich, du bist ein krasser Boy. Ey, ganz ehrlich, wäre ich das... Alter, ich würde schreien. So, halt, halt, Moment mal. Hier, wenn wir definitiv mal speichern. Sicher ist sicher. Ja, natürlich will ich hier speichern. Alter, Mia ist krass. Gefährlich. Was ist mit ihr? Das ist doch nicht unsere Frau. Okay, okay. Ah, okay, okay. Schnell nach oben. Schnell nach oben. Ich will hier raus aus diesem Irrenhaus. Vergiss Mia, Ethan. Ganz ehrlich. Es gibt wahrscheinlich eine neue. Ah, okay. Hä? Ich wollte schon sagen. Können wir nicht hier lang? Pistolenmunition? Oh, Erste Hilfe. Erste Hilfe ist immer gut. Ein Gewehr? Wir können schießen? Okay, gut. Ist das ein Horror-Game? Ja gut, ich meine, es gibt sicherlich andere Horror-Games, wo man ebenfalls schießen kann, aber hier hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, Kugeln wird auch hier nichts ausrichten, weil wir haben sie schon ein paar Mal gestochen und sie hat auch das überlebt. Und wir haben nur 7 Munition insgesamt und haben nur 5 Schuss. Ey, Ethan, mach die fucking Tür zu.
Oh Gott, und überall sind hier Puppen. Ach, okay, die Tür geht von alleine zu. Habt nichts gesagt. Endoch, hier ist Ethan. Und noch mehr Pistolenmunition. Ich hab so das Gefühl, dass wir gleich wieder was machen müssen, weil, ey, kommt schon, Leute. Hier liegen überall Pistolenmunition. Das ist nicht normal. Und wir haben random eine Knarre gefunden. Sie ist hier. Alter. Lauf, Ethan. Nein! Oh Gott. Es muss alles enden. Du hast mich nicht angeschaut. Warum? Ach du Scheiße. Alter, ich krieg echt Panik von ihr. Und ich kann nicht zielen. Alter. Ach du Scheiße! Ich muss das tun! Warum? Nein! Oh. Ach du Scheiße! Komm! Medizin! Scheiß drauf! Ich will hier überleben! Nein! Oh, Alter, ich schau echt nicht auf meine Emotion. Sie zählen auf mich! Wer hat denn? Ich? Dich nicht mehr! Ach du Scheiße, ist es vorbei? Oh Gott, ich brauche echt mal eine Pause hier. Okay, wo jetzt? Ja, super. Ja, und was jetzt? Ja gut, ich habe meine Medizin verbraucht. Willkommen in der Familie, Junge. Schon. Stirb uns jetzt nicht weg. Hast Arbeit zu erledigen. Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer sind Sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Er guckt nicht mal, wenn man sie ihm unter die Nase reibt. Lukas. Verdammt, Alter, war nicht schon wieder. Geh mir aus dem Weg, Margaret. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon. Er isst es nicht. Halt's verdammte Maul, Margaret. Ich hab das für ihn gemacht. Raus hier, verdammt. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er isst es nicht.
besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Komm schon. Verdammt nochmal! Ich wette, es ist wieder dieser Kopf! Verdammte Schweine! Ich komme zu dir zurück. Okay. Ich muss hier raus. Ah, okay. Wow. Ach du Scheiße. Okay. Okay, Alter. Es ist gerade echt was Fieses, Krankes passiert. Oh. Hallöchen, Ohmchen. Du brauchst deinen Schlaf, wie ich sehe. Okay, also ich habe gerade gesehen, wir haben unsere linke Hand zurück. Ich weiß nicht, können wir die sehen? Ich meine, wenn wir jetzt hier... Ah, ja, seht ihr? Ich habe meine linke Hand zurück. Was für ein Wunder. Oh, Ohmchen sieht uns, also die beobachtet uns. Ich hoffe, sie tut mir nichts. Weil ich finde, sie ist jetzt schon gruselig. Aber das ist doch die Oma, die wir gerade am Anfang ein Foto von ihr gesehen haben. Ja, das bist du. Hey, ich kenne dich vom Foto. Im Foto sahst du viel harmloser aus wie jetzt. Echt gruselig. Okay. So, und die Familie, die wir gerade gesehen haben, das war die Familie Bakers. Also die sahen schon echt ziemlich krank aus und super, super eklig. Ich meine, was haben die da bitte schon gegessen? Naja, aber eigentlich frage ich mich, wer war eigentlich das andere Mädel? War das Zoe? Also das Mädchen, die wir, ich sag mal, telefoniert haben, ganz kurz. Also sie war diejenige, die uns unsere Hand gegeben hat, zurückgegeben hat natürlich. Wer weiß? Fragen mal Fragen. Ich habe keine Ahnung. Aber damit ist leider auch jetzt die Folge vorbei. Obwohl, ich schau noch mal kurz hier. Ah ja. So, also heute gibt es für den Abendessen ein paar leere Dosen, also leere Flaschen. Alter, was soll denn sein? Gedärme? Fischgedärme? Ich habe keine Ahnung, was das sagen soll. Ich würde eher sagen Gedärme. So, 13. März. Weiblich, 50er... Fleischig Sote. Oh, Menschengedärme. Oh Gott, da habe ich echt gerade Menschen gegessen. Menschenfleisch. Alter, das sind hier die Kannibalen hier. 25. April, männlich. 30er, schlank Gumbo. Und 30. Juni, männlich. 20er, bleibt BBQ. Okay. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Und wir haben Kraut gefunden. Okay. Aber haben wir echt hier kein Inventar? Ich dachte, wir könnten unser Inventar sehen. Keine Ahnung. So. Okay, Leute, wie gesagt, die Folge ist nun auch leider vorbei. Ich weiß, es geht richtig spannend weiter. Vor allem frage ich mich jetzt wirklich, was wir jetzt machen müssen. Müssen wir wieder mal Mia finden, weil ich würde ganz ehrlich sagen, schnellst dringend hier abhauen, weil Mia ist jetzt mir völlig egal. Alter, sie hat uns beinahe gekillt. Es ist echt ein Wunder, dass wir noch überlebt haben, weil Ethan hat gerade seine linke Hand verloren, wurde dermaßen abgestochen, dann noch gerade im Mund und jetzt, alter Falter, also ich glaube, wäre ich das gewesen, hätte ich das jetzt nicht so wirklich hundertprozentig überlebt. Vielleicht kann es auch wirklich wahr sein, aber wer weiß, wir werden es wohl nie im echten Leben erfahren, es sei denn, jemand probiert das aus und das rate ich euch nicht nachzumachen. Ihr solltet es ja auch nicht nachmachen. Deswegen ist das Spiel auch ab 18, ne? Okay, Leute, wie gesagt, auf ein noch einmal, die Folge ist nun vorbei, ne, Ohmchen? Heute machen wir jetzt gleich Haier, ne? Heute gehen wir zusammen schlafen, ist auch ziemlich spät da draußen, ich wäre auch für ein Nickerchen. Und in der nächsten Folge
machen wir spannend weiter, ne? Und Oma begleitet uns diesmal, ne? Ich und Ohmchen begleiten in der nächsten Folge. Schaltet ein in der nächsten Folge von Resident Evil 7. Zusammen mit Ethan und Ohmchen. Und das ist Oma, nicht Ethans Oma, sondern die Oma von den Bakers. Und Ohmchen sagt nur noch, lass gerne ein Like da und schreib gerne einen netten Kommentar, sonst, naja, vielleicht bin ich heute Nacht noch bei euch. Ne, Ohmchen? Genau, das wollen wir. So, bis bald, auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss.